Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, TradeStation Renovation. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Und vor allem vielen Dank für die ganzen Kommentare und für euer Feedback. Bei dem einen oder anderen funktioniert das Spiel noch nicht so wirklich richtig. Das tut mir natürlich sehr leid. Es gab aber ja mittlerweile ein neues Update. Es gibt jetzt auch einen Sandbox-Modus. Den können wir allerdings erst absolvieren, wenn wir hier die entweder 25 Sterne erwirtschaftet haben oder eben halt den letzten Auftrag, glaube ich, abgeschlossen haben. So habe ich das soweit verstanden. Ich habe auch schon ein bisschen was freigeschaltet. Ich habe leider vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Ja, Feeds Batman. Das habe ich freigeschaltet, das Radar, dass wir dann eine höhere Reichweite haben. Wir haben jetzt 0 Sterne im Gepäck und ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Beim letzten Mal haben wir den überschwemmten Bahnhof fertig gemacht und werden in der heutigen Folge Was ist das denn? Ein Schneeband? Das ist ja krass. Oh, Schnee. Naja, wollen wir mal schauen, ne? So, es ist ein freier Tag, aber wegen des bevorstehenden Events in der nahegelegenen Stadt erwartet der Bahnhofsmanager jedoch einen verstärkten Verkehr. Wir wurden um Hilfe bei der Reparatur des auf dem Friedhof stehenden Wagen gebeten. Oha. Aufgrund der Entfernung zwischen dem Friedhof und dem Bahnhof schlug der Bahnhofseigentümer vor, dass wir eine Drasine, das ist glaube ich das Teil, was man mit den Händen so irgendwie bewegt, benutzen sollen, die renoviert wurde und die wir aus Elementen, die sich in verschiedenen Stellen des Bahnhofs befinden, zusammenbauen sollen. Okay, das heißt, da müssen wir ein bisschen puzzeln, okay. Offenbar ist der Kurier bereits mit dem letzten Teil unterwegs. Okay, cool. Ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Eisige Kälte auf jeden Fall hier. Und repariere den Bahnhof, finde den Schlüssel zum Mechanikerraum, baue die Drasine zusammen, komplettiere die Drasine, fahre zum Nebengleis, reinige das Nebengleis und rüste dementsprechend alles auf. Boah, Winter ist in der Stadt, ne? Das ist, man kennt es, ne? Man guckt raus gerade aktuell in Real Life und denkt sich, oha, ganz schön viel kalt draußen. So, das ist der Bahnhof Goran. Ich weiß immer noch nicht, warum ich hier nicht die korrekte Bezeichnung habe, weil auch in dem Patch werden von anderen Namen gesprochen, deswegen weiß ich es noch nicht. Müssen mal gucken, woran das liegt. Haben wir wieder hier ein spezielles Tool drin? Nö, haben wir nicht, aber Hauptsache der Wagen ist zugeschneit, ne? Es läuft. Da können wir den mal wieder zumachen hier. Den brauchen wir nicht. Nein, wir gehen zurück zum Bahnhof und schauen uns das einfach mal an hier. Hier haben wir ein paar schöne Malereien, ne? Da ist der schicke Bahnhof. Und den werden wir heute fertigstellen. Ist auf jeden Fall ein bisschen kühl hier. Deswegen müssen wir mal gucken, was wir denn hier alles machen müssen, ne? Nebengleis, okay. Kommen wir denn da hinten hin? Ich glaube, wir müssen erstmal die Drasine zusammenbauen, ne? Hier kommen wir leider nicht vorbei. Sieht auf jeden Fall, ja, ganz gut aus, ne? Der Bahnhof. Ach, hier ist die Drasine wahrscheinlich, ne? Guck mal. Ach, guck dich das mal an hier. Das ist ja ein cooles Ding. Ist ja nicht schlecht. Diese Drasine müssen wir auf jeden Fall zusammenbauen hier. Oha. Ja, müssen wir mal schauen, ne? So, dann werden wir erstmal den Müll hier oben raufpacken. Wir müssen, glaube ich, einiges hier soweit fertigstellen. Der Bahnhof scheint wohl soweit intakt zu sein. Außer ein paar Gleise. Man sieht schon, da muss man wieder ein bisschen was schleifen. Die müssen wir auf jeden Fall reparieren. Wir gucken uns jetzt gleich mal kurz den Bahnhof an. Was mich immer noch so ein bisschen stört ist, ne, hier kommen wir jetzt hoch wegen der Drasine, dass man da nicht hochgelaufen kann, ne, wenn man direkt da dran ist. Hier liegt auch schon ein bisschen Müll. Ah, der ist schon ein bisschen aufgeräumt, das ist schon mal gut. Von innen sieht der Bahnhof, ja, relativ okay aus, das passt soweit. Hier müssen wir aber trotzdem noch ein bisschen was bauen, Lebensmittelautomaten. Die Toiletten sind wahrscheinlich auch wieder verwüstet. Oh, nee, die sind, glaube ich, die sind ready. Okay, machen wir Licht an hier. Ah, ja. Man merkt kaum den Unterschied. Wahrscheinlich ist hier wieder irgendein Licht kaputt. Müssen wir das auch nochmal überprüfen. So, ansonsten kommen wir hier wieder zum Vordereingang. Das ist der Nebeneingang. Und irgendwo müssten wir so eine Unterführung haben. Muss man mal gucken. Wir müssen erstmal einen Schlüssel finden. Beziehungsweise finde den Schlüssel zum Mechanikerraum. Gucken wir uns mal, wo wir den Schlüssel denn finden hier. Der muss doch wahrscheinlich irgendwo hier gut versteckt sein. Der leuchtet dann immer so. Beziehungsweise ich habe noch nicht mal den Mechanikerraum gefunden. Also es wird wieder eine muntere Suche werden. Wir müssen die Drasine auf jeden Fall zusammenbauen. Die in Betrieb nehmen. Ne, die Schränke können wir nicht aufmachen. Hier schon mal nix. Was haben wir denn hier denn? Ja, ein paar Kaffeetassen, die rumliegen, ne?
Die sammeln wir mal direkt auf hier. So, hier haben wir erstmal schön Kaffeeautomaten. Ja, Steuerunterlagen, ne? Erstmal sach- und fachgerecht vernichten. Nee, natürlich nicht. Hier kommen wir zu einem anderen Bahnsteigen. Hier haben wir Müll. Technikerraum ist wahrscheinlich der hier, ne? Ja, der ist verschlossen. Frage ist, wo finden wir den Schlüssel? Ah, warte mal, da gingst du noch weiter nach oben, ne? Da müssen wir auch nochmal gucken. Ah, hier haben wir nur ein bisschen Müll. Das Ding kommt auch weg. Erstmal alles ein bisschen aufräumen hier. Ja, es gab auf jeden Fall einen Patch, der ein bisschen für bessere Performance sorgen soll. Da bin ich mal gespannt. Also, ich merke das jetzt nicht wirklich. Also, bei mir läuft das alles tipptopp 1A, aber vielleicht bei einem oder anderen von euch. Ob sich da was verändert hat, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, hier oben ist irgendwas. Was haben wir denn hier oben Schönes? Ach, guck mal, da ist der Schlüssel. Zack. So. Den haben wir jetzt erstmal direkt gefunden. Bedeutet, wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal in den Technikerraum. Was haben wir hier? Ja. Passt. So. Runter geht's. Schlüssel haben wir. Dann werden wir uns erstmal den Technikerraum anschauen. Der war ja hier direkt am Bahnsteig. So, da laufen wir jetzt erstmal hin. Da können wir erstmal hier so einen gemischten Container einpacken. Ja, es ist, ja, wird langsam zu Ende gehen mit dem Let's Play. Aber nichtsdestotrotz, richtig coole Sache. Jetzt müssen wir die Drasine zusammenbauen. Guck mal, ach, da hat er alles hingepackt. So, wir nehmen mal hier das Teil hier. Kommen wir damit überhaupt durch die Tür? Ja. Das passt soweit. Ist aber auch nicht wirklich fertig. Sieht irgendwie aus, als würde ich Gewicht heben, ne? Fallen lassen. Okay, wir müssen erstmal hier die Steine wegpacken. So, dann müssen wir das Ganze wahrscheinlich demontieren mit einer... Ach, lege die Teile daneben, okay. Ey, das rollt weg. Ach, mit der Ratsche, okay. Müssen wir erstmal demontieren. Oder hier? Nee. Ach, das Teil müssen wir direkt daneben legen, aber es rollt weg. Das ist schon mal nicht gut. Und jetzt können wir es nicht mehr aufheben. Lol. Was ist denn jetzt passiert? Das ist ja da. Das ist ja toll jetzt. Jetzt können wir gar nichts mehr auswählen. Oder haben wir noch weitere Teile da drin? Wir gucken mal. Ich glaube, vielleicht müssen wir auch erst einmal alles daneben räumen. Da ist nichts. Was haben wir hier noch? Nö. Hier sind keine weiteren Teile. Aber das Teil... Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ich räume mal kurz den Müll hier weg. Bevor ich den hier wieder vergesse. Ich kann gar nichts mehr aufnehmen. Das ist ja schön. Gucken nochmal. Okay. Ich lade mal kurz den Spielstand neu. Bin gleich wieder da, Leute. Habe ich bisher noch gar nicht gehabt, den Fehler. Da sind wir wieder zurück und ich kann wieder Sachen aufheben. Ich weiß gerade nicht, woran es lag. Wenn ihr das Problem auch habt, sagt mal bitte Bescheid. Ich werde das auf jeden Fall mal an die Entwickler weitergeben. An Live Motion Games über den Discord. Weil kann ja nicht sein, dass man hier, ja, dass man die Teile auf einmal nicht mehr aufheben kann. Vielleicht ist das bisher noch nicht bekannt, aber ich werde natürlich erstmal wieder die Sachen lesen, die, ja, die dort im Forum stehen. Das kann, oder im Discord, ne? Wichtig immer, wenn ihr Fehler habt oder ihr meint, ihr habt einen Fehler, dann gibt das am besten immer weiter. Am besten auch noch einen Screenshot mit dabei packen. Ich weiß nicht, ob es hier eine Logdatei gibt. Muss ich mir nochmal anschauen. Aber irgendwie hatte ich den Fehler bisher noch nicht. Der kam jetzt wohl erst mit dem neuen Update. Ich kann mich aber auch irren. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Also einfach neu laden, einmal speichern, neu laden und dann könnt ihr einfach weiterspielen, ne? Also das ist jetzt nicht tragisch. Zwar ärgerlich, aber warum er das jetzt hier so gemacht hat, sei mal dahingestellt. So, jetzt haben wir hier erstmal den Müll ein bisschen entsorgt. Das war eng hier alles, ne? So, und jetzt ist die Drasine auch wieder weg. Die liegt wahrscheinlich nur im Technikerraum, ne? Gucken wir nochmal, Ratsche. Legeteil daneben, okay. Das scheint dann immer noch das gleiche zu sein. Ach, guck mal, da liegt auch noch was drunter. Schnüffeltuch. So, jetzt müssen wir das mal wieder hier rein.
Ah, okay, der hat dann die Drasine wieder dahin platziert. Oh ja, das geht natürlich nicht. Wir müssen hier das Ding seitlich rausräumen. So. Das Teil müssen wir daneben legen. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Es rollt auf jeden Fall weg. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Es rollt wieder weg. Ich hoffe, es bleibt jetzt einfach mal hier. Da, demontieren. Ah, jetzt geht's, okay. Muss ich einfach ein bisschen davor stellen. Oh, tutut. Komplettiere die Drasine. Okay, jetzt brauchen wir hier noch was weiteres, damit man also diese Hebelwirkung erzeugen kann. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch haben. Frage ist, wo die das wieder versteckt haben, ne? Oder ist das jetzt wieder ein Teil, was jetzt hier irgendwo im Lager liegt? Irgendwie nicht, ne? Müssen wir mal weitersuchen. Ja, wer sucht, der findet. Wir gehen mal bei den anderen Bahnsteigen mal schauen. Ob wir da drüben irgendwie was liegen haben. Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Müll. Ein bisschen Graffitis haben wir hier auch. Die können wir mal hier direkt im Gang wegmachen. Ich glaube, die müssen bestreichen, ne? Da müssen wir wieder diese Pistole hier nehmen. Die reinigen, okay. Da brauchen wir dieses Druckluftding hier. Da den Druckreiniger. Geht auch relativ fix jetzt, ne? Mit den ganzen neuen Features hier, die man da mit dabei hat. Das läuft schon ganz gut. Bisher sehe ich hier nichts. Hier haben wir noch ein bisschen Müll. Aber wir können das hier auch nochmal wegmachen. So, dann können wir das schon mal wieder aufsammeln. Ein paar Spraydosen wurden uns auch noch hier gelassen. Falls wir auch noch ein bisschen was verschönern wollen, ne? Vielen Dank auch dafür. So, hier können wir ja Container kaufen. Die Frage ist natürlich, wo wir das andere Teil haben, ne? Ach, das ist ja so eine Suche hier, ne? Hier brauchen wir auf jeden Fall nichts machen. Warum ich jetzt hier Müll... Wir gucken hier nochmal beim Müll. Hier noch irgendwie was rumliegen haben. Ah, guck mal, da liegt ein bisschen was. Man muss ja auch immer unter den Dingern mal ein bisschen gucken. Weil manchmal versteckt sich da was. Wir können ja mal scannen. Guck mal, wir haben jetzt eine sehr große Reichweite. Schienen müssen wir auch noch reparieren. Gehen wir mal aufs andere Gleis. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. So. Hier brauchen wir anscheinend nichts machen. Container kaufen können wir hier auch. Hier liegt nichts. Gleise müssen wir austauschen. Nö, hier ist auch nichts. Muss ja irgendwo im Gebäude sein, ne? Wo packt man denn sowas hin? Das ist natürlich eine gute Frage. Und, ach guck mal, wir müssen alle Gleise hier fertig machen. Das können wir hier auch nochmal machen. Nehmen wir mal direkt den erstmal hier... Guck mal, haben wir da noch irgendwas, was wir reparieren müssen hier? Nee, da ist soweit alles ready. Ich glaube, da ab da vorne, da sieht man's. Mal die Holzer wieder austauschen vom Gleisbett hier. Schleifen wir schon mal die Seite, brauchen wir nämlich hier nicht mehr rüber. Geht recht fix, ne? Ihr seht das. Aber da müssen wir echt viele Gleisbauarbeiten machen, ne? So. Hier sind wir dann ready. Dann gehen wir mal hier rüber. Ich glaube, da war auch noch ein bisschen was. Jo. Geht recht fix, ne? Ihr seht das. Einmal anklicken, das reicht. Und dann tauscht er dann hier die Hölzer quasi aus. So. Ich bin mal gespannt auf den letzten Auftrag. Das ist ja dann wohl so ein großer Hauptbahnhof oder so. Dann auch mal auf den Sandbox-Mode, was wir denn da machen können. Ob wir uns da auch eigene Aufgaben erstellen können oder ob wir da was anpassen können. Oder ob wir da alles so gestalten können, wie wir gerne wollen. Das kann natürlich auch sein. Wir nehmen mal die Schleifmaschine hier. Wo ist er denn? Da, da ist er. Achtung. Laut. Ich fühle mich da wie beim Zahnarzt, ne? Man kennt es. So. Dann haben wir das auch noch ready.
Das kriegen wir dann auch noch hin. Ich bin mal gespannt, wo die Teile schon wieder versteckt sind, ne? Weil wir waren ja auch gerade schon in ein paar Räumlichkeiten. Habe ich wieder bestimmt nicht richtig geschaut. Ich bin wahrscheinlich schon wieder dreimal vorbeigelaufen. Das passiert ja manchmal, wenn man ein Spiel spielt und ihr seht das sofort und man läuft da 6, 7 Mal vorbei und ihr brüllt dann quasi den Bildschirm an oder schreibt dann einen Kommentar. Wenn ich zum Beispiel Let's Plays oder mir Videos oder Streams angucke, geht es mir manchmal ähnlich. Aber wenn man dann selber spielt, das ist dann manchmal ein bisschen anders, ne? So, die Seite haben wir soweit ready. Dann müssen wir nochmal kurz auf die andere Seite hier. Dann machen wir das auch wieder fertig. Eigentlich wollte ich noch ein anderes Spiel zeigen, und zwar Umsiedle war eigentlich mal wieder zurück, weil da gab es nämlich letzte Woche neues Add-on. Das werden wir uns auf jeden Fall in dieser Woche, ich muss mal gucken wann, wenn ich Zeit dafür habe, auf jeden Fall anschauen. Fernbus-Simulator kommt auch bald, der Sprinter, also dieser W906 kommt auch bald für den Fernbus-Simulator. Da wollte ich mir auch noch was anschauen, und der das Sky Gamer hat auch ein schönes Repaint gebastelt, für den, nicht für den Sprinter, sondern für ein anderes Fahrzeug. Das werden wir uns auch nochmal anschauen. Aber aktuell bin ich ja wieder die Woche unterwegs und auch wieder ganz normal am Arbeiten, ne, schon seit knapp 3 Wochen jetzt. Und da ist man an manchen Tagen richtig alle und da schafft man alles gar nicht aufzunehmen. Transport FIFA 2 wollte man ja eigentlich auch noch weiterspielen. Aber es ist manchmal gar nicht so einfach. Soll es auch kein Mimimi sein oder so, aber es ist einfach, 3 Folgen pro Tag ist schon recht viel. Und ich denke, da ist auch aktuell für jeden was dabei. Natürlich gibt es immer wieder den einen oder anderen, der natürlich ein spezielles Spiel sehen will. Aber zum Beispiel den Winterresort-Simulator ist auch vollkommen okay. Das ist auch richtig ein schönes Spiel, ne? Das ist von der Performance her noch nicht tiptop 1A. Ich hoffe, dass da noch Verbesserungen geben wird. Aber es ist halt immer so, Let's Play braucht natürlich auch immer Vorbereitungen. Jetzt hier beim Train, hier bei dem Spiel jetzt nicht, das sind so Start-Stopp-Aufnahmen, aber zum Beispiel bei Hofbergbahn, bei der Wildbachtal, da testet man neue Mods. Das macht man dann bei den anderen größeren Projekten, also sprich bei Winterresort-Simulator natürlich auch, dass man die dann vorher einmal testet, guckt, ob alles soweit funktioniert, ob die Performance stimmt, ob die Aufnahme stimmt, ja, und hier hat man dann eher so ein paar Kleinigkeiten. Hier macht man einfach Start und Stopp. Oder manchmal spielt man auch ein bisschen was vor, wie zum Beispiel bei Boost Mechanics Simulator, um manchmal so einen Einblick zu geben, was denn immer so zwischen den Folgen passiert oder zwischen den Aufnahmen. Ne? Man möchte dann auch immer so ein bisschen was Spezielleres zeigen, ne? Gerade da, wo es auch Mods gibt und so weiter, dann möchte man sich auch vorab informieren. Manchmal hat man dann ein paar Fragen, wo man dann auch mal den einen oder anderen Modder anschreibt. Kriegt natürlich auch das eine oder andere mittlerweile schon zugeschickt. So nach dem Motto, guck dir das mal an und zeig das mal. Das freut mich auch, ne? Also vielen Dank, vielen lieben Dank auch für die ganzen Zusendungen, aber manchmal komme ich da gar nicht hinterher. Das tut mir dann auch sehr leid, dass dann immer nicht sofort was kommt. Aber ich muss halt gucken, wie gesagt, ne? Also 5 Tage die Woche bin ich am Arbeiten, ne? Homeoffice, jetzt in dieser Woche bin ich mal wieder aktuell im Büro. Und das ist dann bei 8 bis 10 Stunden täglich manchmal schon eine echte Herausforderung, das dann alles auch zeitnah hinzubekommen, ne? So, jetzt haben wir hier, glaube ich, die Gleise soweit schon mal ready. Das ist alles ready und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir denn die weiteren Teile für die Drasine finden. Hier haben wir auf jeden Fall diesen Prellbock. Ja. Aber ich sehe jetzt nichts, dass wir da weitere Teile haben, ne? Das ist echt komisch. Drasinenreparatur hier. Es sieht echt schön winterlich aus. Also es ist ein bisschen zu grell, finde ich, ne? Von der Helligkeit her. Ist jetzt mein persönlicher Geschmack, ne? Scheint zwar die Sonne und so weiter. Hier am Bahnhof ist auch alles gekehrt, ne? Wie es auch sonst sein soll. Aber jetzt hier zum Beispiel ist nichts mehr, ne? Also hier habe ich nichts. Da stand auch irgendwas im Auftrag von wegen,
dass da wohl noch eine Lieferung kommt, aber ich hab's ja noch nicht gefunden. Müssen wir hier was machen? Nö. Da ist soweit alles ready. Wir gehen mal in den Bahnhof rein und gucken da nochmal rein. Ob wir hier noch irgendwo was finden? Irgendwie in den Regalen. Wobei hier eher unwahrscheinlich. Aber manchmal übersieht man was, ne? Das ist dann... Da leuchtet das wieder. Ne, die Schränke kann man nicht aufmachen. Und dann achtet man da einfach manchmal nicht drauf, ne? Was haben wir hier noch für einen Raum? Ach, hier ist nochmal der Durchgang für die... Für den Bahnhof. Vielleicht hat er da vorne irgendwas hingelegt. Können wir da nochmal schauen? Ach! Lol! Das lag vorhin noch nicht. Das lag noch nicht vorhin. Bin ich mir sowas von sicher. Was liegt hier noch? Bisschen was Grünes? Nee. Aber das lag vorher noch nicht. Oh, jetzt ist das hier reingebackt. Ich hoffe, ich kriege das hier raus. Ja, kriegen wir raus. Aber es scheint noch nicht so ganz fertig zu sein, dieses Level hier. Ist ja kein Problem, wenn das ein oder andere Mal nicht funktioniert, ne? So wie gerade eben mit dem Spielstand, aber... Das ist halt schon für den einen oder anderen ärgerlich auch, ne? Ach Gott, komm doch durch hier. So, das müssen wir jetzt wieder auf die Drasine packen. Oh, man kommt hier echt schwer durch, ne? Hier sind überall Bänke. Ja, noch diesen schönen Klappersound hier. Das müssen wir hier so draufpacken. Ja. Das passt dann hier so. Wie können wir das jetzt hier? Warte mal, das müssen wir, glaube ich, drehen, ne? Ah, ja. Ah, guck mal, das haben wir jetzt hier draufgelegt. Jetzt können wir es, glaube ich, mit der Ratsche... Können wir es montieren. So. Ach, guck mal. Jetzt sind wir auf jeden Fall fertig. Mit der Drasine. Ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. So. Und damit können wir jetzt zum Nebengleis fahren. Sind wir hier schon fertig? Ja, ich glaube, das Nebengleis machen wir beim nächsten Mal. Wir machen jetzt erstmal hier... Wir machen jetzt erstmal hier die Graffitis noch weg. Weil so viel ist ja jetzt hier nicht aufzuräumen. Macht er jetzt nicht wieder... Schon wieder der gleiche Fehler. Also das scheint irgendwie gerade echt komisch zu sein. Ich kann nichts machen. Jetzt geht's wieder. Komisch. Naja, nach nochmaligen Laden des Spielstandes, was ich jetzt ein bisschen ärgerlich finde, kann auch natürlich sein, dass ich schon, weil ich schon so früh den Frühspielstand begonnen habe, dass es daran liegt, muss ich jetzt nochmal neu starten. Ist echt komisch, ne? Das hat aber nur was mit der Drasine zu tun, nachdem wir was mit der Drasine gemacht haben, ne? Das, ja. Gucken wir mal ein bisschen Müll. Können wir auch noch aufsammeln hier. Dann machen wir den Zwischengang auch nochmal fertig. Ein paar Lebensmittelautomaten müssen wir innen drin noch aufstellen. Hier haben wir noch drei Graffitis. Die machen wir auch mal eben kurz weg. So. Auch wieder hier Live-Motion-Games. Sind ja die Entwickler. So, das ist auch weg. So. Dann haben, glaube ich, alle Schmierereien jetzt weg hier am Bahnhof, ne? Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Hier müssen wir auf jeden Fall noch drei Lebensmittelautomaten und ein bisschen Dekoration reinpacken. So, da kaufen wir eben kurz was. Nehmen wir mal 2, 3. Und zweimal Dekoration. Ich glaube, wir hatten die hier, ne? Die stehen hier, glaube ich. Ah, sind ein paar andere Bäume. Weil die sind nämlich kaputt hier. Die müssen wir einmal reparieren. Die austauschen. So, jetzt haben wir doch wieder ein paar Säcke hier rumstehen. Da können wir einmal hier draußen... Huch. Hier so ein Sortier... So, ah, ist echt grell, ne? Ist echt grell hier. Guck mal, da ist sogar Schnee da drauf. Das finde ich zum Beispiel ein cooles Detail. Ich
schmeißen wir den gelben Sack mal hier rein und dann platzieren wir die drei. Die drei Lebensmittelautomaten noch. So, da hoffe ich mal, dass keine weiteren Fehler auftreten. Aber ich werde mich gleich direkt mal dran setzen. Und das direkt gleich mal weitergeben nach der Aufnahme der Folge hier. Vielleicht habe ich ja schon Infos für euch, aber es gibt noch einen kleinen Patch. So. Dann bauen wir mal hier die jeweiligen Futterautomaten wieder hin. Eins. Zwei. Und drei. So. Dann noch ein bisschen Deko. Ach, guck mal, wir haben schon 50% des Auftrages erreicht. Packen wir da mal noch eine schöne Pflanze hin hier. Auf der anderen Seite auch noch eine. Und ansonsten ist das schon recht grün hier, ne? Guck mal. Das haben wir auf jeden Fall fertig. Gucken wir nochmal, ob wir irgendwas anderes noch fertig machen müssen. Aber ich meine nicht, die Toiletten waren soweit already. Ah, ne, hier müssen wir noch was machen. Was zum Austauschen und Abfall haben wir hier. Das ist ready. Das ist auch ready. Das ist auch ready. Eine Toilette müssen wir austauschen. So, dann ein Urinal. Vier Elemente des Badezimmers. Dann kaufen wir das mal eben kurz. Einmal eins. Zwei. Vier Stück brauchen wir hier. Machen wir nochmal. Ah ne, Badezimmer brauchen wir, ne? Machen wir mal so einen Handtuchhalter hier. Oder ne, komm. Wir machen noch zwei Urinale hier hin. Zack. Platzieren wir das hier auch mal. Dann haben wir die Toilette nämlich auch ready. So, da können wir das schließen. Dann bauen wir hier noch so ein Ding hin. Da und da. Dann haben wir das hier auch soweit absolviert. Sehr gut. Da ist noch irgendwo Abfall. Hier ist soweit alles ready. Scheint zu passen. Dann mache ich mal hier die Tür zu. Gehen wir mal auf die andere Seite. Wird da auch noch was reparieren müssen? Oder austauschen müssen? Ja. Hier haben wir auch noch ein bisschen was kaputt ist. So, hier haben wir eine Toilette. Einmal weg damit. Ja, die ist ready. Zwei Toiletten. Die sind alle soweit ready. Bleibt doch zu. Jetzt habe ich die Haupttür zugemacht. Dann kaufen wir nochmal hier zwei Toiletten. Warum man jetzt die vier platzieren muss, ja gut. Machen wir doch mal hier so ein Abreißding. So, eine Toilette. Und ja, jetzt müssen wir hier erstmal wieder das einmal wegpacken. So. Zack. Können wir mal hier direkt einmal aufräumen. Die Tür aufhaben. Ah, manchmal ist das echt... Die Türen gehen aber auch manchmal echt komisch auf. Und dann bleiben wir an der Tür wieder hängen und... Ah! So, jetzt. Hier sind wir auch ready. Toiletten haben wir jetzt alle platziert, ne? Das passt soweit. Und dann nochmal hier die beiden Handtuchhalter. Keine Ahnung, warum man die jetzt hier noch platzieren muss. Warum man jetzt noch zwei zusätzliche Deko-Objekte hier haben muss. Dann machen wir die Tür zu. Die machen wir auch zu. Sind wir hier auch fertig. Und dann gehen wir einmal vorne raus. Nämlich da haben wir nämlich hier die Mülltrennungsanlage hier. So. Dann haben wir das soweit ready. Das passt auf jeden Fall. Okay, das haben wir. Das ist das neu, dass das Ding hier pulsiert? Guck mal. Auch recht schick.
Hier braucht man, glaube ich, nichts machen, ne? Hier war, glaube ich, soweit alles ready, ne? Ja. Jo. Da ist kein grünes Symbol. Dann haben wir den Bahnhof, glaube ich, hier alles fertig. Guck mal, ob ich hier noch irgendwas hab. Müll, großer Müll. Echt? Müll? Wo ist denn hier bitte großer Müll? Ich hab irgendwo was übersehen hier. Warte mal. Abfall zum Aufheben. Ist wahrscheinlich hier draußen wieder irgendwas, ne? Was ist das hier? Hier ist irgendwo Abfall zum Aufheben, aber ich sehe nichts. Komisch. Hier nur irgendwas? Nee, hier nicht. Es muss wohl da drüben sein. Hier ist auch nichts. Hä? Der hat mir das doch gerade angezeigt. Verrückt. Nee, hier ist auch nichts mehr. So, dann haben wir den Bahnhof soweit fertig und in der nächsten Folge werden wir dann auf jeden Fall mit der Drasine unterwegs sein. Und ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao. Ach, hier ist doch der Müll. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer. Bis dahin, tschüss.